Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Uns läuft hier gerade alles ein bisschen aus dem Ruder. Es laufen zwar alle 6 Ethanol-Distiller, aber wir verbrauchen leider zu viel Strom. Die müssten konstant laufen und das tun sie nicht. Das Ethanol hier drin wird nur langsam mehr und es reicht leider nicht aus, um beide gleichzeitig zu versorgen, dauerhaft. Man sieht schon, es wird hier weniger, oder? Nein, noch sieht man es nicht. Aber auch, was man sieht, ist, dass selbst durch die 2, durch 4 kW, die Batterien nur langsam an Ladung zunehmen, weil wir einfach gerade wirklich voll saugen. Teilweise über 5 kW, dass sogar wieder weniger wird. Und man sieht schon, dass das Ethanol wird hier weniger. Also wir können das nicht halten. Da helfen uns auch die 4 Bäume momentan erstmal nicht, weil sie noch nicht gewachsen sind. Okay, aber die Batterien sind gerade voll, das ist schön. Okay, das ist so weit voll, dass die hier nicht mehr arbeiten. Und wir werden mal den einen wegcutten, der kann dann kurz noch mal Gas geben. Wir könnten auch Petroleum verbrennen, theoretisch, aber das will ich jetzt erstmal nicht machen. Vor allem, weil so viel Petroleum haben wir jetzt da auch. Ich meine, wir haben viel Öl und alles, aber... Es ist nicht so, dass ich sage, okay, das würde ich jetzt dafür verschwenden. Nee, da müssen wir eine andere Lösung finden. Das Petroleum geben wir so nicht her, einfach. Wobei man das als Notstromaggregat bauen könnte. Einfach einen kleinen Pool aus Petroleum oder ein paar Tanks. Und man sagt, okay, das, falls sie immer dringend ist, kann man das da reinhauen. Aber das sind dann auch nur, wenn man das mit einem Generator macht, sind das auch nur 2 kW. Das, 2 kW ist nicht viel. Das ist gar nichts. Okay, jetzt wird es ja ein bisschen mehr mit Ethanol gerade. Da sind gerade gute Bäume gewachsen. Jetzt müssen wir halt die irgendwann einmal so weit bringen, aber... Denen passt ja auch die Temperatur wieder nicht, teilweise. Okay, momentan wohl schon. Wie schauen wir hier aus? Da... Aus irgendeinem Grund gefriert uns hier das Wasser. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Okay, es ist... Okay, die Gegend hier ist wieder... abgekühlt. Warum ist es hier so kalt? Liegt das daran? Müssen wir das isolieren? Na, dann können wir das nicht machen. Isoliert's mal darüber, bitte. Starvation. Ja, na, was machst du auch da unten? Da sollte man echt Ari davon ausschließen, hier reinzugehen. Oder Ari beeilt sich, dass er den nötigen Skill bekommt. So, Critter Ranching. Ari muss halt möglichst schnell den Exosuit-Skill bekommen, sonst so geht das nicht. Momentan ist der Stromverbrauch scheinbar wieder gesunken. Ich habe ja schon Angst davor, wenn wir das anwerfen, weil die brauchen auch 1,2 kW, alle beide zusammen, dann 2,4. Ich meine, so viel wie die Raffinerien da oben. Das ist halt nicht gut. Die rennen ja hier Gott sei Dank brav immer. Die sollten wir vielleicht woanders hinbauen. Wie wäre es, wenn wir die stattdessen hier oben hinbauen? 5-mal. Weil da können sie dauerhaft laufen, weil sie hier nicht das CO2-Problem die ganze Zeit haben. Ist vielleicht besser so. Oh, und ich sehe doch gerade... Die können nur hier Hände, die können hier raus und Hände waschen, die können aber auch hier oben raus marschieren. Das ist nicht gut eigentlich. Das sollte man eigentlich nicht können. Das sollte man im Auge behalten. Das ist ja offensichtlich, funktioniert ja scheinbar schon sehr lange so, aber da muss man aufpassen. Es könnte ins Auge gehen, wenn wir nicht aufpassen dabei. Okay, wir haben auch wieder Kohle. Das heißt, wir können jetzt einmal die wieder in Betrieb nehmen. Die liefern uns ja schließlich 600 Watt dann. Also da kriegen wir auch wieder ein bisschen Power her. Kohle haben wir jetzt wieder ein bisschen.
Rennt der da unten? Oh ja, der da unten rennt momentan. Du könntest das Wasser eigentlich auch stattdessen lieber darauf pumpen eigentlich, ne? Wir sammeln hier immer so viel Polluted Water ein. Das Problem ist auch, das ist immer viel zu warm. Was ist mit dem hier? Das ist auch... Das hat eigentlich eine ganz gute Temperatur. Vielleicht sollten wir das umleiten. Aber wie machen wir das am besten? Oh, 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 was? Wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Warum von hier? Wie kann das sein? Warum ist es hier auf einmal so kalt? Ich verstehe es nicht. Oder war das wegen dem eiskalten Wasser, was hier die ganze Zeit geflossen ist? Ich meine, das gibt's ja wohl nicht, oder? Hier ist eh kein Eis mehr, bitte. Wie kann das sein? Ah, das ist von... Okay, das ist von dem her, weil die hier die Mauer gebaut haben. Beeilt euch bitte. Danke. Weg damit. Weg damit. Das tritt ja eh bald über. Oh Mann. Nur Probleme jetzt da die ganze Zeit. Ziemlich schlimme Probleme eigentlich. Das könnte noch böse enden, wenn wir nicht aufpassen. Können die das bauen? Ich glaube. Baut stattdessen mit Igneous Rock statt mit Granit. Vielleicht besser. Okay, jetzt wird das... Oh ja, warte. Jetzt können wir ja mal das Ethanol da unten reinschicken, jetzt wo wir wieder was haben. Weil da unten brauchen wir es schließlich dann eh. Lassen wir das einmal da unten rein. Und dann schauen wir weiter. Das marschiert jetzt schön da hinein. Aquatuner ist noch nicht in Betrieb, weil wir da das Kabel noch nicht zusammengehängt haben. Deshalb machen die Ventile auch noch nicht auf. Was sagt hier die Temperatur? Oh, 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 kalt. Es wird kalt da drin endlich. So, dann müssen wir das jetzt mal anschließen kurz. Ja? Warum schießt du da nicht rein? Das Ding ist ein, warum geht das da unten nicht raus? Oh, 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 da fehlt uns noch eine wichtige Verbindung. Haha, da haben wir's. Eins haben wir hier vergessen. Ein ganz wichtiges haben wir da vergessen. Wer von euch macht das? Wire Pipe. Nein, Mann! So, Oxalite, gut. Turner. Warum gerade Turner? Warum unbedingt er? Außer in der Supply ja nur, oder? Building or Supplying. Construction Supply steht da, okay. Also wird es wohl auch nur Supply werden. Schön, dass er das wenigstens noch baut.
Okay, wir sind da drinnen. Below besser. So, damit der so nicht weiter rennt. So, das können wir jetzt wieder wegmachen. Damit haben wir jetzt hier erstmal genug. Können wir hoffen, dass das hier passt mit der Leitung da. Oder hätten wir die da oben drüber führen sollen? Mist. Das ist echt blöd. Ich hoffe, die Isolierung ist gut. Aber es ist eben Mafic Rock, also... Viel bessere Isolierung gibt's nicht. Also es gibt ein bisschen bessere Isolierung, aber... Also richtige Isolierung. Aber gut. Ich würde mal sagen, wir sind damit soweit fertig. Wir bauen mal hier die erste Schicht. Das ist hier auch soweit. Dann macht es auch mal hier oben dicht. Und dann werfen wir das Ding mal an. Da oben auch noch bitte die Isolierung fertig. So, dann kann der mal anfangen, hier ein Vakuum zu ziehen. Ich hoffe, das reicht aus. Ethanol ist drinnen im Kühlkreislauf und das sollte soweit funktionieren. Okay. Oh, 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 oh. Da fällt mir gerade ein, was wir vergessen haben. Deconstruct-Teil und Deconstruct-Teil. Wir brauchen hier drinnen natürlich irgendwas, was wir verdampfen können, sonst geht das nicht, ne? Die Leitern hier können es auch entfernen. Damit kannst du erstmal wieder aufhören, weil du ziehst das da eh wieder rein. Leider. Ja, bauen müssen sie jetzt schon. Mann. Das dauert hier alles. So, dann können wir hier die Verbindung wieder trennen. Hier wieder herstellen. Damit kann das Wasser fließen. Die pumpen das eh schon ab. Dann sagen wir, wir wollen hier eben... Bitte... unter 30 Grad kommen, oder was? Warte mal. Ne, wenn wir über 25 Grad sind. Okay, das heißt, das Wasser ist bis 20 Grad hier abgekühlt. Okay. Gut, soll so sein. Jetzt ist es noch ein bisschen weiter abgekühlt dann. Der kühlt das hier brav weiter. 5 Grad Ethanol haben wir hier schon. Der Druck da drinnen ist in Ordnung. Und er drückt jetzt nicht mehr nach außen. Jetzt haben wir hier leider schon einiges angefüllt, was völlig für die Katz war. Hier bitte Wasser her. Enable Autobottler. Bitte machen. Macht er sich auch schon auf den Weg mit ein bisschen was. Und er lässt es natürlich fallen. Ich glaube, ich drehe durch mit den Idioten. Was soll denn der Scheiß, bitte? Wollt ihr mich verarschen? Max, bist du so gut und übernimmst das? Nee, er macht das, okay. Ist das natürlich ein bisschen viel? Deconstruct. Es rennt halt jetzt mal drüber momentan.
Wischt das bitte schnell zusammen. Beziehungsweise, um das einzudämmen, baut es hier schnell fertig. Wenn einer hier oben zusammenwischt, dann tropft es nicht runter. Oh, 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 Moment, 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 Moment. Bevor einer das baut, nehmt das hier bitte mit. Granit. So, währenddessen wird hier das Wasser weniger und weniger und weniger, also beeilt euch bitte! Wo würde das denn gestaut werden? Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Irgendwer kümmert sich wohl schon darum, ich hoffe es zumindest. Ne, die kümmern sich um alles andere, nur nicht darum. So, jetzt werden wir dann hier dann drin bald kein Wasser mehr haben. Das heißt, wir werden das mal kurz deaktivieren. So, es runter. Er nimmt das mit. Na, du bist mein Hero, Joshua. Du bist echt der Hero heute. Beeilt euch mit dem Bauen, Leute. Beeilt euch. Catalina, Zahn. Aber nein, sie muss natürlich jetzt schlafen gehen. Das ist mir jetzt gerade egal. Das wird jetzt gebaut. Auf der Stelle, bevor da kein Wasser mehr drin ist. Ari, natürlich, der Langsamste. Der Langsamste, den man sich vorstellen kann, übernimmt das. Ich bin ja so happy über eure Logik. Wird das jetzt noch was, oder? Miep! Klar, Miep, endlich, Mann. Das untere wäre das. Die machen es so falsch, wie du es nur machen kannst. Ja, vor allem nachdem das hier von Camille gebaut wird. Camille, seit wann bist du eigentlich ein Builder? Oh Gott. Made a mess. Großartig. Irgendeiner hat sich angepillt. Joshua, damit bist du nicht mehr mein Hero. Damit bist du nicht mehr mein Hero. Wischt das zahm. Ihr werdet das jetzt machen. Ich bin mit meiner Geduld ziemlich am Ende jetzt. Falls man das merkt. Nicht merkt. Der Nächste, der sich anpinkelt. Josh, schon wieder? Sag mal, willst du mich verarschen? Na, endlich! Mann, das hat jetzt lange gedauert. Das hat ja echt lange gedauert, bis ihr die zwei Teils baut habt. Unglaublich. Der Nächste. Camille, warum? Was ist... Sag mal, schafft es hier nicht mehr aufs Klo, oder was? Ist irgendwas passiert? Was ist das jetzt auf einmal für eine Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes? Geht ihr bitte aufs Klo? Die Klos sind da und die Pipes sind auch noch nicht geblockt. Okay, wir sind aber jetzt so voll mit Wasser mittlerweile. Das heißt aber, wir können erstmal die Verbindung hier wieder herstellen. Oh Mann, heute machen sie es echt schwer. Also so richtig schwer. Die wollen echt, dass ich durchdrehe. So. Nachdem wir jetzt hier erstmal fertig sind, das ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen Wasser übrig. Wenn auch nicht viel. Ich hoffe, es reicht. Dann saugen wir hier mal den Raum leer. Sofern das überhaupt noch möglich ist jetzt, ne? So, dann deconstruct den Vent hier mal und wir bauen jetzt einen High Pressure Vent. Aber den brauchen wir einfach, weil es geht nicht anders. Braucht er eigentlich Strom? Nö, er braucht keinen Strom. Auch wenn da irgendwie so Kabeln wegstehen. Drinnen wird es immer kälter. Da oben ist es auch schön kalt, aus welchem Grund auch immer.
Turner, warum schlafst du hier eigentlich? Ja, was schlafst du auch hier? Hallo, du hast ein Bett. Oh Mann, oh Mann. Wenigstens haben wir jetzt wieder genug Power. Wir haben auch wieder genügend Ethanol. Jetzt läuft's wieder. Da kommt warmes Wasser daher. Füllt sich hier langsam. Hier haben wir noch jede Menge drinnen. Der bricht wieder aus in... Oh, offensichtlich können wir auf den warten. Hier haben wir dann auch schon schön kühles Ethanol. Da erinnern, ziehen wir langsam ein Vakuum. Da ist nicht mehr viel da. Der saugt hier brav alles ein. Auch schon sehr viel drin. Der Laum arbeitet ja auch nonstop. Oh, Alter, fast 5 Kilo pro Teil. Ah, ein Hatchling, ein kleiner. Sehr schön, die ersten schlüpfen wieder. Da geht's weiter. So, okay. Wir wollten das hier darüber legen. Dann bauen wir den Teil hier ab. Das haben wir hier, die Isolierung haben wir fertig. Oh nein, oder was? Haben wir hier oben eh alles gebaut? Ich glaube schon, oder? Ja, doch. Das passt schon. Na gut, Freunde, das war's aber erstmal wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir haben uns jetzt momentan wieder im Griff.